Und zurück, meine lieben Freunde, ich bin's euer Odo und ihr seht mein Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Das ist ein wenig ins Stocken geraten, das Projekt. Hauptsächlich deswegen, weil es irgendwie. Erst einmal habe ich da gerade die ganzen britischen Soldaten gesehen, die da an der Grenze zu Nepal stehen. Finde ich irgendwie irritierend. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich die mal mit denen machen soll. Auf jeden Fall wäre eine Art Unterstützung durch irgendein anderes Land sehr gut. Ansonsten weiß ich nicht genau, wie ich gegen die vorgehen soll. Mein derzeit ist mein Militärwert relativ gering, weil ich, weil wir das letzte Mal auf die liberale Fraktion umgestiegen sind. Ich erhoffe mir dadurch bei den Wahlen etwas besser abzuschneiden. Sehr gut, Biologismus ist echt gut. Er bringt noch einmal 50%. Darwinismus bringt 50% Dings. Oh. Oder Armeen weiter. Oder Industrie weiter. Na, machen wir noch den Biologismus. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das erhöht unsere Bildungseffizienz. Ja. Das war ein Fehler. Ich habe denen ein Bündnis angeboten, obwohl es klar war, dass sie es nicht machen werden. Hey, ich habe ja Kapitalisten, meine ersten Kapitalisten. Sehr gut. Heißt das, die bauen Sachen? Jo, schau dir was an. Muss die Kapitalisten arbeiten lassen, dann bauen schon irgendwas. Sinnloses meistens, aber sie bauen immerhin was. Ja. Ein General noch. Und meine fünfte Armee baue ich auch gerade. Das geht jetzt auch stärker bergauf. Da ich da etwas, etwas mehr investiert habe darin. Okay, ich glaube, gegen die können wir bestehen. Ohne dass uns viel passiert. Irgendeine kommunistische Revolution oder so irgendwas, das wär's. Oder liberale, oh, das wär cool. Dann bräuchte man diese ganzen Reformen nicht machen. Dann würden die von alleine kommen. Möbelproduktion wird besser. Ist okay. Ja, die fünfte Armee nimmt Gestalt an. Oh, warte mal. Hier, fahrt bitte darüber. Weil von da drüben werden wir uns ja auch noch Armeen holen müssen. Also Truppen holen müssen für diese Armee. Hat nicht wirklich was gebraucht. Große Kriege sind nun möglich. Na, schau an. Sehr gut. Aus Brasilien wurde. Aus Brasilien?
Okay, also das bringt überhaupt nichts. Wir werden. Können wir die wieder wechseln? Nö, können wir noch nicht. Aber wir werden dann vielleicht zu den. Wir werden dann vielleicht zu den. Obwohl, es macht keinen Unterschied. Na, wer weiß. In beiden Fällen 100% nehmen, Veritas-mäßig. Der ist auch noch da unten. Und Kommunisten gibt es jetzt auch. Ja, wie schon gesagt, vielleicht haben wir ja eine kommunistische oder eine liberale Revolution, das wäre es halt. Das wäre es halt. Tja. Wen machen wir zum General? Fangen wir mal ganz runter. Fangen wir von unten an. Nö, nö. Ja, den nehmen Yes, wir haben 0,03% Kapitalisten. Ich bin beeindruckt. Ist wirklich beeindruckend. Da haben wir schon 0,42. Aber leider keine Punjabischen. Schade eigentlich. Und wieder ein Krieg. Ist das ein Weltkrieg? Jo. Frankreich, Österreich, Großbritannien verliert. Yes. Echt jetzt? Irre. Das müssen wir uns anschauen. Wir müssen uns auch anschauen, wie das mit den Grenzen ist. Wer kämpft dagegen wen? Frankreich, Österreich und Großbritannien gegen Deutschland, Italien, Dänemark und ein paar andere. Und sie scheinen den Krieg zu verlieren. Aber also ihre Truppen haben sie trotzdem noch da. Jetzt wäre es natürlich irgendwie cool, wenn wir Russland dazu bringen würden. Wieso sind wir dann noch auf 150? Was ist da passiert? Großbritannien hat noch nicht einmal mobilisiert. Das gibt's ja wohl nicht. Wieso verlieren die diesen Krieg? Die können den noch gar nicht verlieren. Die müssen noch viel stärker sein. Italien und Deutschland können noch nicht stärker sein als Frankreich und Österreich. Offensichtlich schon.
Wenn sie das schaffen, dann müssten sie Truppen abbauen. Schauen wir mal, können wir da wieder auf die umsteigen? Ja. Voll sein. Machen wir 90%. 60 da. Und da gehen wir auch ein bisschen weiter rauf. Gut. Noch Bela mit denen. Wir brauchen mehr militärische Sachen jetzt. Sollen wir mal nur militärisch machen in nächster Zeit? Mal Punktverteidigung. Als erstes. Was wären denn das für Gebiete? Sind das da Kolonien eigentlich? Ja, das sind Kolonien. Das heißt, die könnte ich mit so einem Kriegsgrund erobern, diese Gebiete. Punjab. Vereinte Provinzen, auf jeden Fall vereinte Provinzen. Die sind ein Wahnsinn. Wenn er die mal verloren hat, hat er eh Indien fast verloren. Die sind irre. Schauen wir mal. Das ist alles vereinte Provinzen. 1,4 Millionen Einwohner. 1,6 Millionen Einwohner. 520.000, 628.000, 386.000, 488.000, 409.000, 979.000, 980.000. Wenn er die verloren hat, bist du irre. Das sind, keine Ahnung, das sind mehr Einwohner als in meinem gesamten Staat zusammen. Verdoppel ich meine Einwohnerzahl. Das wäre schon sehr cool. Sollen wir das riskieren? Also er muss auf jeden Fall irgendwas tun in dem Krieg. Wenn die so weitermachen. Verliert er. Wenn er verliert, muss er Truppen abbauen. Weil das zählt. Mal abgesehen davon, dass möglicherweise jetzt irgendjemand von denen da auf die Idee kommen könnte, irgendwas von ihnen zu verlangen. Wäre natürlich sehr cool, wenn ich Russland dazu bringen könnte, auf meiner Seite zu kämpfen, aber wir haben jetzt ein 5x 30, 5x 30. Was wäre ich da, wenn ich das noch weiter raufsteigere? Wird das dann stärker da? Nö. Jetzt nicht. Ja, bei 90%. So.
Tja, was haben wir denn da? Da führt Italien gegen... Ach Gott. Na gut, aber die sind eh gerade alle im... Oh, das Osmanische Reich will ein Bündnis mit mir. Das ist ja cool. Langsam aber sicher wäre ja doch interessant. Russland hat die Reserven und... Russland kämpft gegen China. Das ist mir nicht recht. Hätten die sich nicht auch irgendwie da einsetzen können? Könnten die wahnsinnigen Briten nicht ihre ganzen Truppen abziehen von hier? Wieso stehen die eigentlich noch immer alle da? Oder sind das eh schon weniger? Ich glaube, es sind eh schon weniger, oder? Hm. Oh, das wäre schon schön. 10. 10 Prestigepunkte. Herrschaften an dieser Stelle. Sind wir mal gemein, wir werden nochmal speichern. Und für den Fall, dass das absolut in die Hose geht, so wie das letzte Mal, werden wir neu laden. So sind wir nämlich. Mhm. So viele Truppen sind das nicht mehr. Mit etwas Glück machen wir da die Kleinen fertig. Wir müssen auf jeden Fall die Kleinen töten. Und die lassen wir in unser Land kommen und dann versuchen wir die einen nach den anderen zu erledigen. Das ist eine mühselige und fürchterliche Arbeit wahrscheinlich. Aber ich glaube, auf diese Art und Weise könnte es funktionieren, auch gegen Großbritannien zu gewinnen. Gut, Großbritannien, wir werden einen Krieg gerechtfertigen. Platz in der Sonne fortfahren. Wer ist mit denen verbündet? Was? Die sind ja mit der ganzen Welt verbündet. Oh Gott, die machen ja sicher alle mit. Obwohl... Ja, wer weiß, Russland wird nicht mitmachen, weil die im Krieg sind. Na, wenn Russland mitmacht, dann haben wir keine Chance. Aber wenn die Osmanen uns helfen würden, ich meine, weiß ich nicht, die Osmanen sind vielleicht nur ein Ding, so eine Vorgabe, aber die Osmanen könnten da in Britisch-Asien ein wenig aufräumen, zumindest. Könnten dieses Gebiet zumindest mal säubern von den Briten. Ah, ja, was soll's, was kann man machen? Was soll schon viel passieren? So, wir haben 5 Armeen zu je 30.000 Mann. Yes! Russland, Russland, Russland. Ach, Mist. Die haben tatsächlich angenommen. Ich habe gehofft, dass der Krieg noch länger dauert. Ja.
Ein Ende dem Imperialismus von Britannien. Eine gute Entscheidung. Was ist mit euch? Würdet ihr ein Bündnis mit mir machen wollen? Nö. Und ihr? Nein, warum auch? Warum sollte man auch mit Punjab ein Bündnis machen? Wir sind ja nur supi toll. Hey, Nitroglycerin. Auch nicht schlecht. Sie haben auf jeden Fall Truppen abbauen müssen. Und wenn wir Krieg gegen sie führen, dann müssen wir das ganz vorsichtig machen. Anarcho-Liberale. Na, die sind fürchterlich, die Anarcho-Liberalen. Wollen wir echt nicht haben. Mal abgesehen davon, dass sie nicht in der Hauptstadt anfangen. Na, 82%. Schau dir was an. Ich überlege gerade, ob wir dann überhaupt die Bauern auch mit einbeziehen wollen. Ah, schade. Auf der Malesgasse sind wir auch von hinten losgegangen. Das war gar nicht so schlecht. Nö, nein, geht sicher besser. Der ist nicht schlecht. Auch nicht perfekt. Plus 3 Angriff, plus 20% Moral. Now see. Was kann man bauen noch? Wir könnten natürlich vorher schon mobilisieren, bevor wir den Krieg erklären. Vor 41.000. Das ist ein Wahnsinn. Na gut, Herrschaften, wir haben ja abgespeichert, was soll schon viel passieren? Die Vereinten Provinzen wollen wir erobern. Wenn, dann nur das. Wenn wir Indien gründen wollen, dann müssen wir diesen Krieg gewinnen. Neuseeland, Australien, Kanada, Johor, Südafrika, Orissa, Mysore, Kutsch, Jodhpur. Jaisalmer, Indore, Hyderabad, Bundelkhand, Bikaner, Bhopal, Baroda, Basta. Ist eh klar, weil die waren ja alle. Das sind ja alle nicht nur in der Einflusssphäre, sondern das sind ja Satellitenstaaten eigentlich. So. Aber die sind uns eigentlich wurscht. Wichtig sind. Ja, andere Staaten. Gut, jetzt werden wir mal schauen, wie ist das mit euch?
Würden Sie das machen? Ach verdammt, ich hätte mir das vorher anschauen müssen. Ach ja, wurscht. Wenn sie nicht mitmachen, machen sie halt nicht mit. Und die anderen sind mir eh egal. Die vorhin nicht mitnehmen. Ist okay. Oh, Russland und Österreich ist auf ihrer Seite. Und Belgien und. Ach gut. Gut, 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 gut. Herrschaften, wir laden neu. Das ist ja wohl elend. Wir hätten schneller sein müssen. So, wie schaut das aus? Nein. Dann lassen wir das bleiben, weil der Krieg ist bei denen schon ganz fix verloren. Das ist schrecklich. Frankreich ist so unfähig und Großbritannien auch. Weil auch wirklich keiner mit mir ein Bündnis eingehen will von den Starken, ist eh klar. Na gut, soll sein. Ja, schaut's, da ist schon der Frieden. Ja. Für das, dass sie Truppen abbauen mussten. Sind sie erstaunlich stark geblieben. Aber es wird noch eine Möglichkeit geben, eine bessere vielleicht. Weiß ich nicht. Das Problem, vielleicht wenn ich selbst Großmacht bin. Vielleicht wenn ich selbst eine Großmacht bin. Gebiete. Die Russen sind absolut irre. Die sind so mies im mich beeinflussen, das ist unglaublich. Es ist ihnen einfach nicht wichtig genug, mich in ihrer Einflusssphäre zu haben. Sie haben es nicht anders verdient. Aber wenn die Briten versuchen, mich in ihre Einflusssphäre zu nehmen, dann löse ich mich wieder. Und hoffe einfach, dass. Und hoffe einfach, dass Russland sich doch noch irgendwann mal dazu bewegt, mit mir zusammenzuarbeiten. Oh, wir hätten. Na. Gebiet. Ist das arg? Oh, verbündet mit allen, mit jedem sind die Idioten verbündet. Okay.
So. Also Technologie. Na gut. Ja, machen wir mal. Machen wir einfach da alles weiter. Maschine. Ach, wir hätten Maschinengewehre machen sollen. Das ist nicht schlecht eigentlich. Die machen die Einheiten schon sehr viel stärker. Ja, wurscht. Machen wir mal Militärstrategie. Machen wir mal die ganzen alten Sachen. Holen wir mal auf den Rest, weil die werden ja immer billiger, je länger sie rumliegen. Und das gleiche gilt für die Maschinenpistolen auch. Yes, 50% Bildungseffizienz. 0,12 sogar pro Monat, glaube ich, ist das, oder? Ja, natürlich pro Monat, nicht pro Tag. Bessere Moral. Auch das ist gut. Großbritannien kriegt nie eine auf den Deckel, egal wie oft man dieses Spiel spielt. Die sind noch schlimmer als Österreich. Die stehen immer wieder auf. Ich meine, nicht, dass Österreich irgendwie großartig wäre in dieser Kampagne. Hey, wir sind schon 12. Ah, verdammt. Fällt mir gerade erst auf. Na, irgendwann intervenieren. Wir wollen ja, dass möglichst viele. Wir eröffnen wieder alles. Wir sind da ziemlich brutal, was das betrifft. Wir lassen alles arbeiten. Und wir bezuschussen alles. Substitutionen für alle. Wow, irre. Punjab ist echt irre, so viele. Ja, jetzt haben wir doch auch glatt mit. Bei diesen Sachen. Kommt auf jeden Fall billiger, als wenn wir es selber bauen müssten. Ach wie.
Boah, industriell sind wir schon 9. Na, wir sind schon unter den Top 10. Vielleicht wird es ja doch noch was mit unserer Platzierung unter den besten 8. Wann können wir denn gegen die wieder Krieg führen? Ganz kurz nur. 1893, okay. Maschinengewehre oder Hinterlader. Maschinengewehre. Passt. Ah, 60, das heißt, wir können wieder eine Armee bauen. 1, 2, upsi. Drei, vier, fünf. 1, 2, 1. So, und unsere 6. Armee wird gerade fertig gemacht. Wo sind wir da? Ketter. Wo sammeln wir denn unsere Truppen? Eh da drüber, sehr gut. Und in Djibouti. Muss hier ausgeschifft werden. So, wie ist das mit Eritrea? Wie viel Prozent? 11? 0,11 erst? Wow. Naja, es gibt Schlimmeres. Ah, wir können Force erweitern. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wir erweitern die Force an. Echt, der hat Korea annektiert. Nicht schlecht. Ja, okay, Kalat auch. Sehr gut. Kämpft um mich, Russland, kämpft. Also irgendwie, ich glaube irgendwie nicht, dass wir jemals was anderes werden als eine Monarchie in dem Spiel. Wenn man sich anschaut, Sozialdarwinismus und wieder auf neutral, na super. Hat nichts Besseres zu tun, der Brite. So, wir sollten die Zeit auch weiter laufen lassen. Ist okay. So, Frankreich. Norddeutscher Bund. Die sind jetzt die stärksten, der Norddeutsche Bund. Irre. Na, okay. Bist du ein Bündnis? Nö.
Ist okay. So, sind in deinen Fokus mal entfernen, weil 9% sind echt schon viel. Dann haben wir da einen neuen General. Achso, das haben wir letztens schon gehabt. Vor dem Abspeichern. Nehmen wir das, das ist gut. Okay. Afghanistan hat wie. Achso, warte mal, vielleicht sollten wir jetzt auf Angestellte gehen. Ich weiß nicht, ab wie viel Literacy, also ab wie viel Alphabetisierung Angestellte überhaupt entstehen können. So, wie viele Facharbeiter haben wir da? 9%. Versuchen wir da auch mal Angestellte. Und da auch. So, dann schauen wir uns die Produktion an. Oh, tatsächlich sind es voll. Mit seiner Produktion. Genauso wie Westafghanistan. Geld haben wir auf jeden Fall genug. Vielleicht sollten wir die Steuern noch weiter senken. Für den Mittelstand vor allem. Weil wir wollen ja Angestellte haben. Aber scheinbar geht das nicht über unter einer gewissen Alphabetisierung und die haben wir einfach noch nicht. Ärgerlich. Boah, meine ersten zwei Angestellten. Irre. Achso, na gut. Die warten noch, bevor sie aufs Schiff gehen. Wieso brauchen wir die nicht? Na, wir verlieren sicher kein Prestige. Kann mir jemand sagen, warum wir keine Handfeuerwaffen kaufen können? Weniger Steuern zahlen. Weil geht es den Kapitalisten gut, geht es allen gut. Sagt zumindest die österreichische Wirtschaftskammer. So, nachdem wir jetzt das Maschinengewehr erfunden haben. Jetzt noch, da sind wir also am Ende angelangt. Warte, auch schnell günstiges Eisen als nächstes machen. Okay. Und euch, meine Herrschaften, sage ich wieder eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.
Tschüss euch.